Wir haben 5.10 Uhr in the morning. Wir machen uns auf zum Machu Picchu, genau gesagt zum Salkantay Trek. Der wird ungefähr 5 Tage dauern, 4 Nächte. Werden wir praktisch um das Gebiet herum wandern, um dann am letzten Tag zum Machu Picchu hochzugehen. Wir sind gespannt. Wir haben alle schon unsere Ausrüstung an. Und heute geht's gleich zum kältesten Point. Und ja, seid gespannt. Na dann, Achim. Das würde mich auch mal brutal gern interessieren. Wir sind in Moyepata. Ungefähr, ich weiß nicht, 3000 Meter über der... Ja, 3000. Ja. Sind mit dem Bus hier hochgekommen. Und ich würde sagen, jetzt mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns beim Wandern wieder, oder? Sí, claro. Wo geht's hin? Der Übergang war schon wieder vom Feinsten. Wandern? Wir wandern zu einem See, 6 Kilometer. Heute ist der erste Tag. Und welcher See ist das? Wie heißt der? Robin. Kumantay. Richtig. Ich gebe mal ein kurzes Update. Wir laufen gerade hoch zum Kumantay Lake. Ist aber ganz schön anstrengend. Mir fehlt die Luft zum Atmen. Aber den Leuten da hinten geht es noch viel schlimmer. Robin, ja? Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Bisschen anstrengend. Aber die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Ja. Geht aufwärts. Also wir sehen uns gleich am Kumantay Lake wieder. Auf 4000 Metern Höhe und heute Nacht wird es wahrscheinlich an die Minusgrade gehen. Ich schlaf mit Philipp im Zelt. Ich schlaf allein. Traurige Musik und ab. Jawohl. Auf Sattel. Da unten müssen wir hin. Davor sind wir auch hergekommen. Es war jetzt gut eine Stunde hoch und da laufen wir jetzt wieder runter. Jetzt mal ein bisschen ins Camp hier. Das ist unser erstes Camp, wo wir praktisch übernachten. Da oben bei diesem orangenen Gebäude. Da gibt es was zu essen. Das hier ist unser Badezimmer. Waschbecken und Toilette. Und jetzt mache ich mal noch eine kleine Roomtour. Und dazu laufe ich mal zu den anderen. Hola! Hola. Roomtour! Verlauf dich nicht! Also hier wird heute Nacht gepennt. Wir haben hier unsere Schlafsäcke. Und dann, es soll bis zu -2 Grad geben, gell, hat er gesagt. Richtig. Ja. Und jetzt gucken wir mal, unsere Schlafsäcke halten bis zu -15 Grad aus. Aber ansonsten ist die Sicht hier schon ziemlich fett. So, wir haben den Tag überstanden. Ist jetzt nachts. Was soll denn das jetzt, ohne Witz? Wir hüllen uns jetzt in unsere Schlafsäcke ein. Robin ist nicht so begeistert. Nee, Robin hat Red Edge. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Goodbye, mein Lover. Achim, klatsch einfach mal in die Hände. Wir laufen jetzt dahinter, hinter diesen großen weißen Berg da. Und wir haben auch schon einiges an Strecke zurückgelegt.
Da ist der Salkantay Mountain mit 6271 Metern Höhe. Ist einfach krass. Und wir sind ungefähr 1800 davon entfernt. Ich bin oben, aber ich sag's euch, das war eine der krassesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. 4600 Meter Höhe, aber die Aussicht, das ist der Salkantay Mountain, Hammer. Und da ist das Schild. 4630 Meter. Ja, Achim, wie geht's uns denn heute? Also mir geht's wunderbar. Ich habe die 4680 Meter besser weggesteckt als gedacht. Ja. Die Höhe passt auch. Aktuell sind wir auf dem Weg nach unten ins Zwischencamp, 2800 Meter. Ja. Wir sind jetzt sind gerade dabei, von 4600 Metern Höhe abzusteigen auf 2900 Metern Höhe. Mir erging es gar nicht gut, also das hat man auch auf der einen Sequenz vorher gesehen. Mich hat es nämlich richtig rausgehauen. Ich hatte jetzt vor einer halben Stunde noch 3 Stunden lang schlimmste Übelkeit. Mir war extrem kalt und ich bin generell nicht wirklich auf mein Leben klargekommen, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe jetzt eine Neuralgien genommen. Danke an der Stelle nochmal an Mama, die mir eine Reiseapotheke erstellt hat. Und ja, dank der Neuralgien geht es mir auch viel besser. Da ich natürlich immer eine Portion Selbstüberschätzung habe, was in meiner Natur liegt, dachte ich mir natürlich, ja, es wird richtig easy, aber das ist es nicht, zumindest für mich nicht, obwohl ich mich als fit einschätzen würde. Ah nein, naja, ist auch egal. Ich hoffe, wir kommen jetzt in Camp 2 am dritten Tag, beziehungsweise übernachten dann dort, dann noch ein paar Meter und dann haben wir es endlich geschafft. Und unser Guide hat uns gesagt, dass es hier Pumas gibt, hier gibt es Bären, hier gibt es Schlangen. Er hat gesagt, keine giftigen, aber es gibt welche. Und die Wege hier sind extrem schmal. Was natürlich ziemlich geil ist, ist die Landschaft hier. Schlusswort für die Szene. Ein Traum, dieser Urwald. Ein Traum. Ich fühle mich so verbunden mit der Natur. Und du? Wald ist Leben. Ja, genau. Wald ist Leben. Look at them doggo. Sie machen auch den Salkantay-Track, aber mit irgendeinem Special hat er gerade gemeint. Er darf jetzt mit diesem Wagen rüberfahren. Bin ich mal gespannt. So, der Michael hilft. Hast du letzte Worte? Es war schön, euch kennengelernt. Oh, ist das cool. Wir verlassen jetzt den Wanderweg, weil er zu gefährlich ist und laufen jetzt rüber zur Straße. Der Guide hat uns gerade gesagt, Abel ist übrigens sein Name, Abel hat uns gerade gesagt, dass es gefährlich ist, weiter auf dem Wanderweg zu gehen, da viele, viele große Brocken runterfliegen aufgrund des Regens. Naja. Das sollte eigentlich Weg sein. Ach, Scheiße.
fährt er einfach durch. Das war übrigens unser. Ne, alles gut. Also, die gleiche Strecke, die wir gerade eben gewandert sind, die fahren wir jetzt mit dem Auto, mit dem Bus. Kommt alle auf YouTube, yeah! Ist das geil hier. Wo sind wir hier? Eine gute Frage. Wir sind Tag 3 vom Salkantay-Trek. Sie? Wo wir genau sind, keine Ahnung, bei irgendwelchen warmen Quellen. Ja, bei Santa Teresa, bei irgendwelchen warmen Quellen. Scheinbar ist das Wasser hier aus den Bergen und ist warm. Und es ist ziemlich geil. Vor allem nach 3 Tagen, viel Laufen. Naja, Hammer. Teil 1. Schlusswort für Teil 1, ja. Mir ist kalt. Kann das nicht so spontan? Doch. Ich bin leicht unter Druck gesetzt.